gegen Hermann Böll. Bei dem Mann lassen sie sich von der Nummer 10 nicht irritieren. In Nantes trägt diese Nummer nicht der Spielmacher, sondern ein knallharter Vorstopper. Und dabei trägt er natürlich auch, der Mann im Tor des FC Nantes, einen guten Anteil Schuld. Schauen Sie, nicht einfach heranzukommen, der Ball setzt auf, aber da rutscht er eben zwischen den Armen durch. Und daran sehen Sie dann doch die fehlende Spielpraxis. Da sehen Sie doch, dass der Mann eigentlich Trainer und nicht mehr Spieler ist. Aber genau richtig gemacht von einem wie Hans-Peter Lehnhoff, der natürlich weiß, dass da hinten im Tor beim FC Nantes die Nummer 4 steht und dass der Mann geprüft werden muss. Lehnhoff, 9. Spielminute, Leverkusen führt. Mit dem 2:0 hat er einen Riecher gehabt. Ja, was sollen sie da machen, wenn sie anstelle des Torhüters sind? Jean-Louis Garcia, bei dieser Rückgabe durfte er den Ball nicht in die Hand nehmen, aber er muss rausgehen, zumindest versuchen, mit dem Fuß ranzukommen. Auch da merken sie wieder die mangelnde Erfahrung des Schlussmannes vom FC Nantes. Aber herrlich, wie Kirsten sofort dazwischen ist, prompt reagiert hat und auf 2:0 erhöht. Da war er total überrascht, dass er so einen Ball als Rückgabe bekommen hat, der Jean-Louis Garcia. Denn ihm war natürlich auch völlig klar, dass das nicht erlaubt ist. Aber egal wie, Ulf gut einführt, das ist auch klar. Dann gibt er Selbstvertrauen. Und dann wird der Junge es schon richten. Elfmeter, meine Güte, ja, ja, da ist Wydeck über Christian Wörns gefallen, der Ball war nicht ganz in der Nähe, wir schauen uns das an, nach diesem Einwurf von Caron Bö, erst der Zweikampf hier vorne, dann springt Happe der Ball weg und dann das, langes Bein von Wörns, Wydeck will zum Ball, der 2-3 Meter entfernt ist, aber er wäre vielleicht herangekommen. Na, hat er sich eingefehlt oder nicht? Auf alle Fälle ging der Fuß von Wörns auch hin zum Fuß von Wydeck. Diese Entscheidung kann man vertreten. Ein total unnötiger Elfmeter. Und nun ist der Türkei gerade mal 2 Minuten im Spiel. Da hat er das hier als erste Bewährungsprobe. Wydeck, einen hat er schon verschossen. Das war nicht. Überschlagen sich die Ereignisse in diesen Minuten. Keine Chance für Dirk Heinen. Total kalt sieht er sich diesem Elfmeter ausgesetzt und dann auch noch einem sicheren Schützen. Nicolas Wydeck, der sein 8. Tor im UEFA-Pokal erzielt. 2:1 nur noch. Und das ist natürlich besonders bitter. Eine ganz bittere Pille für die Gastgeber. Sie hatten diese Partie. Am heutigen Abend. Das Tor gehört zu 50% auch ihm. Da ist der Beweis. Wunderschön hereingezogen. Er hat natürlich auch viel Platz zum Flanken. Und Sergio ist da.
1:1. Bayer Leverkusen stellt den 2-Tore-Abstand wieder her mit dem probaten Mittel, nämlich Flanke von außen, Kopfball in der Mitte. Nantes wieder einmal an der anfälligsten Stelle getroffen durch Paulo Sergio, der sein zweites Tor im UEFA-Pokal in der Saison 94-95 erzielt. Nicht andersrum. Wieder eine richtige Entscheidung durch den Unparteiischen, dass er weiterlaufen muss. Einen gefährlich. Und jetzt haben sie Platz zum Kontern. Börns, rechts geht Sergio. Spieljunge. Jawohl, Sergio alleine. Mach es, mach es. Er macht es. Leverkusen 4, Nantes 1. Man merkt, dass der gastgebende Verein am Samstag beim Gegner Werder Bremen genau zugeschaut hat. Denn diese Szene, die haben sie bei den Bremern abgeschaut. Schneller Konter, zwei Stationen über das gesamte Spielfeld und Sergio geht ab wie eine Rakete. Ein 70-Meter-Sprint und dann ist er noch in der Lage, das Auge dafür zu haben, wo der Torwart hinfliegt und in welche Ecke er den Ball zirkeln muss. Also, dieses Tor, das schreiben wir natürlich ganz klar Paulo Sergio zu. Auch wenn Lüdisee hier am Ende den Ball noch den letzten Kick gibt. Aber der wäre auch so reingegangen. Jetzt wird der Abend fröhlich für Bayer Leverkusen. Über links, ungewohnt, und auch die Flanke mit links, sie bringt was, Kirsten 5-1. Die erste Adresse des europäischen Fußballs wird in der Fußballprovinz, das Leverkusen einmal war, auseinandergenommen. Toll gemacht von Thom. Mit links hineingezogen, ohne groß zu schauen. Natürlich dieser individuelle Fehler noch von Pignol und Ulf Kirsten. 10. Tor im laufenden Wettbewerb. Toll von Heiko Scholz gemacht noch. Blindes Verständnis hier. Schön mit der Hacke auf Kirsten aufgelegt. Also, das schönste Tor des Tages zum Happy End in Leverkusen. Dahinter steckte Fußballkultur.